Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Partner und Tourismuskolleginnen und Kollegen. Mit einem Blick hinter die Kulissen möchten wir Ihnen die Entwicklung unseres Online-Buchungsservices vorstellen. Warum gerade jetzt? Vor 10 Jahren starteten wir das Angebot der Online-Buchung beim Tourismusverband Ostbayern. Magdalena Lexa hat das Ganze von Anfang an mitentwickelt und begleitet. Sie wissen, es war mir von Anfang an wichtig, die digitale Entwicklung in unseren Tourismusregionen zu forcieren. Jetzt gehören wir zu den führenden deutschen Regionen in Sachen Online-Buchbarkeit. Persönlich, kompetent, innovativ, flexibel, motiviert und dynamisch. Das ist Tourismus, den wir gerade machen. Das macht mich stolz. Ich freue mich, dass wir im Tourismus über die verschiedenen Ebenen hinweg so gut zusammenarbeiten. Ich danke Ihnen. Durch Ihre Unterstützung über die letzten 10 Jahre hinweg steht dieses kleine Jubiläum für Innovation und Dynamik. Die 10-Jahres-Marke zeigt, wie stark wir uns in den letzten Jahren aufgestellt haben. Hinter dem Kürzel OBS steckt ein junges, motiviertes Team mit verschiedensten Aufgabenstellungen von der Beratung noch nicht buchbarer Betriebe über die laufende Betreuung buchbarer Betriebe bis hin zu Gastgeber-Webseminaren und Coachings. Ein paar Meilensteine prägen den Weg bis hierher. Vor 10 Jahren starteten wir mit 422 Gastgebern unser Online-Buchungssystem. Bad Birnbach war damals Pilotort. Es geht von Anfang an um mehr als um die reine Digitalisierung der Gastgeber. Schon von Beginn an steht ein starker Vertrieb und die Anbindung der Gastgeber an den weltweiten Online-Reisemarkt auf dem Plan. Wir starten 2012 mit den Vertriebspartnern Casamundo, Bestvevo und HRS Holidays. 2013 nehmen wir die Schnittstelle zu Booking.com in Angriff. Wir sind 2015 die erste Destination in Deutschland, die mit der weltweit größten Buchungsplattform einen Agenturvertrag schließt. Seit 2015 gelten Online-Buchungsportale als stärkster Buchungsweg, noch vor Telefon und E-Mail. 2016, wir starten voll durch. Die Online-Buchung ist Best Practice-Beispiel für ganz Bayern. Wir vermitteln inzwischen 7,4 Millionen Euro Umsatz bei über 36.000 Buchungen und betreuen über 800 Gastgeber im Online-Vertrieb. Die Online-Buchung erfährt aber auch eine besondere überregionale Anerkennung. Wir gewinnen im November 2017 den Deutschen Tourismuspreis. Das war toll. Unsere digitale Vertriebsstrategie bewährt sich und macht auf uns aufmerksam. Wir erhalten 2018 nicht nur den ADAC Tourismuspreis Digitalisierung, sondern auch den Best Practice Award des Travel Industry Clubs, also den Deutschen Tourismusindustriepreis. Das Projekt ist damit wohl eines der höchst bepreisten Unternehmungen im Deutschlandtourismus. 2018 erhält das Unternehmen dann den Namen OBS Online Buchung Service GmbH und damit entsteht der Online Buchung Service für Gastgeber. 2018 kommen auch 2 weitere starke Vertriebspartner für Ferienwohnungen dazu. Wir schließen Verträge mit Vevo Direkt und Airbnb und ab diesem Zeitpunkt können wir alle Gastgeber auch auf diesen Plattformen buchen wahrscheinlich. Aktuell werden rund 2000 Gastgeber in Ostbayern betreut. Jährlich kommen rund 200 neue Betriebe dazu. Wir vermitteln in Normalzeiten 67.000 Buchungen mit einem Jahresumsatz von 17 Millionen Euro. Mit dem ersten Lockdown 2020 stehen wir vor neuen Herausforderungen. Wir setzen eine Aktionskampagne auf mit dem Titel Jetzt stark machen für die Zeit danach. Gastgeber erhalten darin gezielt Hilfestellungen in der Optimierung ihres Online-Betriebs. Dafür bieten wir ein umfangreiches Webseminarprogramm an, an dem über 2000 Gastgeber aktiv teilnehmen. Die Kampagne wird 2021 für den ADAC Tourismuspreis nominiert. Aktuell sind 60% der Gastgeber in der Ostbayerischen Gastgeberdatenbank online buchbar. Das liegt weit über den landesweiten Durchschnitt. Next Step. Es geht jetzt weiter mit der Digitalisierung von Erlebnissen. Anbieter von Touren, Attraktionen, Museen und so weiter können damit ihre Tickets direkt online verkaufen. Unsere Systeme sind nicht kompliziert und einfach zu bedienen. Wir garantieren Ihnen Mehrwert und eine bessere Sichtbarkeit für Ihr Angebot.
Bleiben Sie dran und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, bei der Digitalisierung weiterzumachen. Wir freuen uns darauf. Bis dahin und alles Gute. Auf Wiedersehen.